So, hallo, und während im Hintergrund Part 1 und Part 2 hochlädt, spielen wir schon Part 3 von Magnolia, dem neuen Hack von Robchu. Heffle Hates, Dings, wie auch immer, ist das nächste Level. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt kann ich da hoch. Da ist bestimmt eine Yoshi-Coin, oder ich muss da sogar hoch. Da ist mehrere. Ah, das geht nach oben. Das heißt, hier unten wäre gar nichts. Ah! Jo, die Musik geht voll ab. Das ist so eine Art Remix vom Original, wo aber noch mehr Elemente eingebaut worden sind. Das klingt auch interessant. Na, das ist das Normale. Und jetzt ist es gar nicht mehr normal. Oh boy. Jetzt geht's wieder voll ab. Huch. Ja, ab nach unten ging's wieder. Voll ab nach unten. No. Und jetzt ist es wieder normal. Das ist sogar, das klingt gar nicht mal so dumm. Das ist echt gut implementiert. Wait, da drüben ist was. Ah, Mensch. Das Level ist cool. Das ist so richtig. Du hast immer wieder die Möglichkeit abzustürzen und dann hast du tatsächlich wieder einen gewissen Weg vor dir. Huch. Kann ich da jetzt mal hochkommen? Nein. Oh, ich muss den Koopa da loswerden. Ich werde noch an dem Koopa sterben. Mark meine Words an der Stelle mal nicht. Jetzt machen wir den erstmal weg und dann kann ich an dem nicht mehr sterben. Oh, du! Außer natürlich, ich laufe auf ihn drauf, wenn er runtergefallen ist. So. Ei, das war eine schwere Geburt. Okay. Tschüss mit dir. So. Uff. Okay, du hüpfst mal höher. Und machst dich da mal ganz weit weg. Dann kann ich dich einfach wegzünden. Ich habe ihn nicht weggezündet, aber ich kann ihn so wegzünden. Ha. Jetzt geht's nach da und es geht nach da und es geht nach überall. Und hier ist ein Pilz drin. Schade. Oh nee, ich dachte, ich schubse ihn runter. Das wäre fast schief gegangen. Jetzt geht's, also hier geht's auf jeden Fall weiter. Dann wäre es aber drüben geht's. Drüben wäre es auch weitergegangen, ne? Nur anders wahrscheinlich. Nee, scheinbar wäre es drüben nicht weitergegangen. Dann ist drüben eine Yoshi-Coin vielleicht gewesen. Dann müssen wir nochmal zurück. Hui. Ja, Tatsache. Da ist meine Yoshi-Coin. Wir wollen es ja schon das erste Mal versuchen, alles mitzunehmen, ne? Jo, hi. Dich kenne ich schon. Oh, das haut nicht hin. Okay. Aber jetzt habe ich eine Shell. Ich werde sie benutzen. Ich werde von dieser Ecke abspringen. Okay, ich kann nicht da rein. Aber ich kann den da erledigen. Ja, oder auch nicht. Ja, wenn ich ihn nicht erledigen kann, dann spielen wir das halt richtig, ne? So, wo ist die Yoshi-Coin? Da drüben oder hier drüben? Da ist sie. Oh, wie komme ich denn da hoch? Von wahrscheinlich woanders. Boah, so langsam wäre dann der Midway-Point, aber der wird halt nach der dritten Yoshi-Coin wieder kommen. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwie. Hä, wie komme ich da ran? Soll ich mit dem da hochspringen? Hops, ja, soll ich. Okay, jetzt haben wir die dritte Yoshi-Coin. Ich werde kurz vor dem Midway-Point sterben. Ich habe das so ein bisschen im Gefühl diesmal. Ich habe das irgendwie so im Gefühl, dass das hier schief geht, was den Midway-Point angeht. Schauen wir mal. Nein, es geht nicht schief. Yes. Alles richtig gemacht. Gut, dann können wir jetzt in aller Ruhe. Okay, so viel zu in aller Ruhe. Weiterspielen.
Wenn der zweite Teil des Levels genauso lang ist wie der erste, habe ich ein Problem. Vielleicht ist in aller Ruhe in dem Level gar nicht so gut. Okay. Okay. Ich habe ein bisschen zu viel erkundet scheinbar. Ich sollte einfach einen schnellen Weg irgendwie hochfinden. Dann muss ich jetzt tatsächlich leider mal die Yoshi-Coins außer Acht lassen. Und mich hier ein bisschen beeilen. Aber das Level ist voll cool gebaut, ne? Das ist so wirklich... Du spürst richtig diesen Progress beim Aufstieg. Du hast es so richtig im Gefühl, wie du aufsteigst. Ich werde sterben. Wir werden das zeitlich nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass da oben spontan das Ziel kommt. Nein! RIP! Okay! Habe ich tatsächlich so viel erkundet. Uff! Aber wir hatten den Midway Point, das heißt, wir haben jetzt wieder die vollen 500. Wir haben 500 Mario-Sekunden in dem Level verbracht. Wow. Ja gut, ich bin am Anfang ein paar Mal unten runtergefallen und das kostet dann natürlich dann Zeit, wenn man wieder zurück muss. Ne? Also das ist schon gut gebaut. So, du hast wirklich den... Du musst... Ja, das kostet jetzt halt wieder Zeit. Aber jetzt ist es egal. Jetzt starten wir von der Mitte aus. Nur wenn das... Was ist eigentlich, wenn ich den kille? Dann komme ich da nicht mehr hoch. Dann habe ich echt ein Problem. Ich darf den nicht killen, um Gottes Willen. Dann könnte ich zwar mit Shelljumps noch versuchen und so weiter, aber... Huch. Aber das ist dann auch nicht so zu empfehlen. So, vorhin sind wir nicht hier lang gegangen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Hier wäre wahrscheinlich die Yoshi-Coin gewesen. Genau. Jetzt haben wir es immer mitgenommen. Jetzt kann ich mich ja auch wieder umgucken. Jetzt können wir ja auch die anderen Sachen uns anschauen. An denen ich vorhin vorbei gewascht bin. Weil ich nicht sterben wollte an der Zeit und dann doch gestorben bin an der Zeit. Zu Recht. Weil ich einfach zu langsam war. Aber wofür ist das Springboard? Ach ja, hierfür war das. Oder, nee, da käme ich, glaube ich, auch so hoch. Wait, da kann ich rüber. Jetzt nicht mehr. Doch, ich kann immer noch. Oh mein Gott, die laufen hier rum. Aber ich kann immer noch darüber. Und zwar... Ja, das funktioniert. Und das macht man für ein Leben. Okay, wenn ich jetzt nicht sterbe... Dann war es das Leben wert. Wollte ich sagen. Und dann sind Dinge passiert. Ja, Mensch. Wieso schaffe ich's? Mist. Wieso schaffe ich sowas immer? Genau in dem Moment, wo ich sage, dann auch zu sterben. Mann. Okay. Hops. Jetzt dachte ich kurz, ich nehme nicht auf, weil bei Live 00 steht, aber ich muss ja auf Rec gucken in OBS. Puh. Kurzer Schreck. Alles gut, wir nehmen auf. So. Hopp und hoch. Okay, wir können direkt hier hochgehen, weil die Yoshi... Weil die Yoshi-Coin nützt uns eh nichts. Mama Mia, was mache ich denn? Eh nichts mehr. Boah, erstes Level von Welt 2 und schon ist alles vorbei. Oh, das war keine Absicht. Ich schwöre, ich wollte nicht, dass sich das reimt. Das war komplett unabsichtlich. So.
Aber wir haben ja genug Leben. So ist ja nicht. Und so werden es mehr Parts von dem Projekt. Ist doch auch schön. Juhu. Mehr SMW. Huch. So. Ja, ich muss die Switch auch erstmal wieder aufbauen. Jetzt hier, wie gesagt, ich bin ja... Ja, es ist kein Umzug, aber ich war tatsächlich ja 5 Wochen woanders. Es hat schon sich so ein bisschen wie ein Umzug angefühlt, tatsächlich. Das waren sogar 6 Wochen. Oh mein Gott. Oder waren es 7 Wochen? Ist ja egal. Jedenfalls schon krass, jetzt wieder so zu Hause zu sein. Also was heißt zu Hause? Halt in der Lehrerwohnung, nenne ich es mal. In der aber, wie gesagt, erstmal alles schief ging, was schief gehen konnte. Nicht zuletzt wegen des grandiosen Internets. Aber da habe ich jetzt auch, ich habe einfach mal wieder bei Vodafone mich eingeloggt und geguckt, was so da ist. Und plötzlich steht da dort an meiner Adresse, wären 50 Megabit-Viech Kabel-Internet verfügbar. Das war es definitiv nicht, als ich mich... Oh, oh mein Gott, was kommt jetzt? Watch out. Warum fährt das Ding hier hoch und runter? Ah, haha. Hi. Okay. Alles klar. Das war es definitiv nicht, als ich mich das letzte Mal, also als ich das hier angemeldet habe. Da gab es nur dieses DSL Redphone 16, aber mit einer Bandbreite, die zur Verfügung steht von 2000. Also wenn ich jetzt Kabelinternet 50 bestelle und nachher eine Bandbreite von 2000 habe wieder, dann kann man wirklich sagen, war es das komplett. Weil dann ist das ganz natürlich Quatsch, dann muss ich das auch wieder abbrechen. Aber wenn es besser werden sollte, wäre das natürlich cool. Weil gerade jetzt, also zum Surfen ging es halt wunderbar. Das Hochladen von Videos ist ein bisschen ungünstig. Aber so dieses ganze Homeschooling, was wir ja versuchen gerade zu machen, da ist es... Okay, das ist... Ah ja! Das ist jetzt... Ist das jetzt zu offensichtlich, das Rätsel, oder hat er das wirklich so gebaut? Wir werden sehen. Okay, es ist auf jeden Fall immer der gleiche Raum. Das heißt, der gleiche Raum nicht, aber... Man kann so ein bisschen... Ja, ich glaube, das hat jetzt einfach nur zurückgeführt, weil das wirklich zu offensichtlich war. Ah, Mist. Das heißt, wir können den P-Switch mal noch an einer anderen Stelle ausprobieren. Da war ja auch noch ein Schwebeblock dabei. So, jetzt ist hier wieder der P-Switch und da ist der Schwebeblock. Wo können noch überall Türen auftauchen? Da drüben sind auf jeden Fall Blöcke aufgetaucht. Da ist auch eine Tür. Okay, jetzt muss ich da aber durch. Sonst schaffe ich es in der Zeit nicht. Wait, da wäre erst weitergegangen. Ich bin wieder am Anfang, ne? Ich bin wieder am Anfang. Okay. Okay, ich mag das Geisterhaus. Das ist tatsächlich wieder... Das ist so das typische Geisterhaus, wie Geisterhäuser sein sollten. Genau so sollten Geisterhäuser sein, mit einem schönen Rätsel, verschiedenen Irrwegen. Genau so sollten Geisterhäuser sein. Und am Ende ist die offensichtliche Tür hier die Tür, die weiterführt. Nein, es ist sie garantiert nicht. Auch die führt zum Anfang zurück. Jo. Auch die führt zum Anfang zurück. Okay. Aber diesmal nehme ich die Blume mit, ohne gestorben zu werden. Ihr wisst, was ich sagen will. Auch wenn ich es interessant ausgedrückt habe. So. Ich könnte mir halt vorstellen, dass dieser Block irgendwo... Dass ich irgendwo eine Tür in der Luft habe. Aber es ist ja auch SMW. Das heißt, in dem Screen, in dem schon eine Tür war, kann ich noch eine Tür auftauchen, die mich woanders hinführt. Also insofern... Okay, die Blöcke da drüben sind wirklich P-Switch-Blöcke. Dann gehen wir jetzt da rein und gehen mal weiter nach dieser Tür hier. Weil die Tür ist es dann ja schon... Wow! Die Tür ist es dann ja schon mal nicht. Jetzt ist die Frage, sind das hier auch noch P-Switch-Blöcke? Ja. Aber es würde immer noch weitergehen. Oh, ich komme da wieder zurück. Oh!
Okay, also man kann hier zu. Das ist natürlich dann. Ne, im Mario Maker ist das klar. Ah, das ist nur ein Bonusraum. Okay. Wir haben ein Secret gefunden. Auch schön. Nein, in Mario Maker kommt man immer zurück in den gleichen Raum. Ah, wir sind wieder mal am Anfang. Wir sind dennoch wieder am Anfang. Allerdings haben wir jetzt eine Röhre gefunden. Die also in den Anfang zurückführt. Wenn wir nun Folgendes machen. Und mit diesem Block hier. Oh wait, ich muss das anders angehen. Mist. Ich muss den sehen. Komm her. Oh, Trust Issues. Ich habe den Levelnamen gar nicht gelesen. Ich will Folgendes machen. Ich möchte hier den P-Switch drücken. Ich wette, auf den Münzen hier ist eine Tür. Und ich kann den P-Switch hier in diesen Raum mit reinnehmen. Das ist jetzt im Moment mein Goal. Und ich kann mit diesem Block Boo. Ich kann mit diesem Block Boo den P-Switch hier mit rübernehmen. Weil ich muss. Ich muss einfach nur springen, das reicht ja aus, ne? Ja, wenn man sich nicht komplett dumm anstellt, würde das tatsächlich ausreichen. Okay, ich glaube, wir sind einer Verschwörung auf der Spur. Nennt mich Ken Jebsen. Bitte nicht. Bitte, nein. Das sollte man nicht mehr. Nein, das sollte man. Also, nein, das sollte ich auch nicht drüber lachen. Das. Was die Leute gerade aktuell von sich geben und auf welche Art und Weise sie die. Einen etwas nicht so. Ach, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Einen mit nicht so viel Verstand gesegneten Teil der Gesellschaft beeinflussen, ist nicht so lustig. Weil wir dadurch Reaktionen haben, die wir nicht haben wollen. Aber egal, ist jetzt nicht Thema. So, ich drücke aber jetzt erst den P-Switch hier oben. Hier könnt ihr auch eine Tür auftauchen. Nachher ist genau da eine Tür und dann falle ich runter und dann habe ich wieder Quatsch gemacht. Okay, da ist keine Tür. Da ist auch keine Tür. Da ist eine Tür und da. Okay, hier ist einfach eine Tür aufgetaucht. Das ist zwar nicht die Tür, die ich gesucht habe, aber sie führt mich zum Midway Point. Nice. Ich dachte halt, auf den Münzen ist was. Aber so geht's natürlich auch, ne? Okay, hier ist wieder so ein Steinblock. Da ist wieder ein P-Switch. Es wäre schon wieder zu offensichtlich, wenn es auf dieser Münze hier am Anfang, wenn da eine Tür auftauchen würde. Wenn eine Tür auftauchen würde, wäre es nicht offensichtlich, aber wenn wir in die Tür reingehen müssten. So rum wollte ich das sagen. Ja, das ist einfach. Okay, aber es ging hier drüben auch weiter. Das haben wir auch gesehen. Dann wollen wir da mal als nächstes den P-Switch drücken. Und gucken, wie weit das rüber geht, weil vielleicht kann ich das auch wieder mit dem Steinblock überbrücken. Mist. Nee, das ist zu weit für den Steinblock. Okay, normale Tür. Oh! Wir haben die Yoshi-Coins gefunden. Na, ist doch auch was. Aber das führt wahrscheinlich wieder, genau, zurück auf den Ausgangspunkt. Aber wir haben die Yoshi-Coins des Levels. Das ist doch auch schon schön. Das heißt, wir wollen aber in die Richtung weiter. Oder wir wollen mit dem Steinblock. Lass mal da hochfahren. Der Block da oben sieht verdächtig aus. Da kann ich drauf stehen. Mist. Okay. Ja, nee, der Pfeil ist Quatsch. Der Pfeil sagt nur hier, bring mich zur Fake-Tür.
Oh Junge, ich habe ein Problem. Da ist nicht angenehm. Okay, also da wollen wir den P-Switch noch nicht drücken. Da wollen wir den P-Switch noch nicht drücken. Deswegen heißt das auch Trust Issues, weil der Pfeil Quatsch macht. Issue. Ich kann nicht reden, ist okay. So, wir nehmen den trotzdem mit. Ich brauche den hundertprozentig für die Lösung am Ende. Aber wir so... Oh, da ist noch so ein Block. Dann kann der eine schon mal nicht so der zentral wichtige sein, wenn hier auch noch ein anderer ist. Okay, jetzt muss ich das gut timen, um da durchzukommen. Okay, so, jetzt ist wieder die Frage. Ich könnte natürlich jetzt hier... Okay, wir gucken mal, ob oben eine Tür auftaucht. Nein. Jetzt muss ich mich schicken. Weil wer weiß, wo ich jetzt was ausgelöst habe. Hier ist eine normale Tür, aber es geht hier auch noch weiter. Mist. Mist! Okay, aber ich kann hier halt immer noch weiterlaufen. Das heißt, wir laufen jetzt mit dem P-Switch da mal noch weiter. Das ist echt ein cooles Level. Überhaupt, ich mag den Hack. Aber das ist, glaube ich, bisher so mein Favoritenlevel. Da steckt so viel. Wobei das Level, wo wir gerade hatten mit dem Hochklettern, das war auch cool. Was nicht heißt, dass die Level davor nicht cool waren. Bitte versteht mich nicht falsch. Huch. Ich will die Tür hier gar nicht ausprobieren. Ich will irgendwas mit dem P-Switch machen. Guck mal, da oben könnte schon wieder eine Tür auftauchen. Okay, hier ist zu Ende. Dann probieren wir jetzt einfach mal hier rüber. In die Tür zu gehen. Aber das ist auch schon wieder zu offensichtlich eigentlich. Ah, Mist. Der hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht, der Pilz. Huch. War der schon immer da? Ist diese Tür dafür da, um mir zu sagen, hey, du kannst dir am Anfang einen Pilz holen? Ja. Cool. Also jede Tür hat so ein bisschen ihre... Also es gibt nicht jede Tür, aber es gibt Türen, die so tatsächlich einen Bonus für uns haben. So die eine Tür hat die Yoshi-Coins, die andere Tür erzählt dir, hey, guck mal, wenn du da startest oder da unten hingehst, dann ist da tatsächlich ein Pilz für dich. Das ist cool. Jetzt müssen wir aber trotzdem diese Tür hier ausprobieren, weil viel mehr haben wir nicht. Dann brauche ich den P-Switch aber tatsächlich doch nicht. Zumindest für die Tür hier halt. Und hinten war aber auch eine Tür, aber die war auch ohne P-Switch. Wow! Ist das der Ausgang? Nein. Okay. Ja, das... Wait, ist hier eine versteckte Tür? Also das ist niemals ein Softlock. Man kommt hier wieder zurück, ne? Ah. Ey, das Level ist so cool. Das Level ist echt cool gebaut. Das gefällt mir voll gut. Das war nicht gut. Aber das Level ist super. Das ist ein super Geisterhaus. No joke. Warum sollte es auch ein Joke sein? Keine Ahnung, was der Zusatz jetzt wieder sollte. So, dann brauchen wir den P-Switch. Dann brauchen wir den P-Switch tatsächlich nicht, wollte ich sagen. Ich habe kurz demonstriert, dass ich auch kein Leben brauche. Oh, jetzt habe ich den Pilz nicht mitgenommen.
Ja gut, aber wenn ich runterfalle, ist der Pilz eh egal. Fallen wir einfach nicht runter und lassen uns auch nicht treffen. Wie wär's damit? Das ist jetzt nicht so gut. Hoch? Hoch! Huh! Huh! Okay. Du nicht, du nicht. Aber jetzt kriege ich hier einen neuen Pilz. Ist okay. Und den behalten wir jetzt und können den mit zum Angler nehmen. Weil jetzt werde ich nicht mehr getroffen, bis ich hier durch die Tür gehe, werde ich nicht mehr getroffen. Dann gehen wir also hier durch die Tür. Gehen zurück. Und landen hier. Und können dann hier hoch. Und können dann auf dem Angler hoffentlich das Level passieren. Mist! Das war... Oh, ich wollte auf dem Angler weiter. Okay, ich sollte nicht auf den Angler gehen. Wenn man den Angler nicht kontrollieren kann, sollte man es nicht versuchen. Es geht, man kann ihn kontrollieren, aber es ist nicht so einfach. Und wenn es nicht gerade verlangt ist auf dem Angler... Wo ist mein Pilz? Wenn es nicht gerade verlangt ist auf dem Angler... zu reiten, sollte man es vielleicht lassen. Vielleicht wäre das eine gute Idee. So. Ich denke nämlich, dass nach dem Angler nicht weit das Ziel ist. Jetzt haben wir zwei Power-Ups für den Angler. So viel zum zweiten Power-Up. Okay. Soll ich es nochmal mit Spinjump auf ihn probieren? Ich bin mir unschlüssig. Wenn ich schnell genug hochkomme, kann ich es ja riskieren. Ja, so viel da. Oh no! Oh wait, ich kann hier auch noch auf ihn drauf. Oh, da kommt eine Tür. Ich muss runter. Oh! Okay, da ist mein normales Ziel. There's a million things to see, but it's not for you and me. It's a cross that we carry. Oh, ich kenne die ganzen Texte nicht. Das ist bestimmt auch wieder aus irgendeinem Lied. Verdammt. Ich bin musikalisch zu ungebildet. Was zumindest so sowas angeht. Das ist sicherlich aus einem Lied. Ich weiß es nicht. Und ich kenne das Lied bestimmt auch, wenn es aus einem Lied ist. Nur ich kann es nicht zuordnen in den Text. Okay. Hollywood, nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.